Resident Evil. Ah, Resident Evil. Da werden Kindheitserinnerungen wach, nicht wahr? Festgelegte Kameraperspektiven, akuter sowie auch chronischer Munitionsmangel und der eine oder andere Schocker, der heutzutage zwar etwas antiquiert wirkt, aber wenigstens Resident Evil-Neulinge nicht so vorhersehbar wie zum Beispiel in Dead Space, das einem erfahrenen Horrorspielspieler und Horrorfilmgucker ziemlich dreist sagt, gleich passiert etwas. Aber okay, meine Erfahrung auf dem Gebiet kann ich dem Spiel schlecht vorwerfen. Zurück zu Resident Evil. Was macht dieses Spiel einzigartig? Ich sag's gleich vorweg, es ist nicht der Survival-Aspekt. Auch wenn dieser vorhanden und auch durchaus gut umgesetzt ist, habe ich auch ab Resident Evil 4 mit Munitions- und Heil-Item-Knappheit zu kämpfen. Zumindest auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Und die ungruselige Atmosphäre eines Resident Evil 5 hat eigentlich nichts mit dem Thema Survival zu tun. Am Ende von Resident Evil 1 hatte ich auch dem Schwierigkeitsgrad normal mit Jill noch über 80 Patronen für die Pistole, 18 für das Gewehr, ein paar für die Magnum und in etwa 12 Granaten für den Werfer. Aber das lag natürlich auch am guten Haushalten und das ist tatsächlich erforderlich. Was aber macht Resident Evil denn nun einzigartig? Es ist die Kombination aus allem. Es gibt klassische Inventarrätsel zu lösen, das heißt Gegenstände müssen untersucht und miteinander kombiniert werden. Gegenstände müssen platziert und bereits im Raum stehende Gegenstände müssen manipuliert werden. Das Inventar ist stark begrenzt und so muss man überlegen, welche Kombination aus Waffe, Heil-Item und Puzzle-Item ich nun mitnehme. Dazu kommt das Bekämpfen von einfachen und stärkeren Gegnern und auch Endbossen. Es gibt keine Autosave-Funktion, wer sein Spiel speichern will, muss eine Schreibmaschine finden und eins von den begrenzt verfügbaren und findbaren Farbbändern benutzen. Außerdem gibt es auch keine automatische Lebensregeneration. Resident Evil ist also richtig alte Schule. Das Waffenverhalten ist unter Betrachtung des Gesamtgameplays sehr gut ausbalanciert. Für die Pistole findet man am meisten Munition, dafür ist der Schaden sowie die Mannstoppwirkung äußerst gering und die Pistole daher nur für langsame oder schwache Gegner ratsam. Dann gibt es beispielsweise die Schrotflinte und andere Ballermänner, die erheblich mehr Schaden zufügen, gegebenenfalls streuen und eine Trefferwirkung haben, die viele Gegner direkt umhaut. Dann gibt es noch das Messer, das meist von anderen Neulingen oder fortgeschritteneren Spielern empfohlenerweise direkt bei der ersten Möglichkeit abgelegt wird. Die Veteranen allerdings wissen das Messer zu schätzen, wenn es darum geht, die einfachen und langsamen Zombies auszuschalten. Es erfordert zwar einiges an Übung und Wissen über die Mechanik, sowie ein gutes Tiefenempfinden, was bei den festgelegten Kameras oft nicht einfach ist, zahlt sich allerdings aus. Was ich noch neben den schönen Mix aus Inventar und Spielmanagement mag, ist die Vielseitigkeit. Zum einen schaltet man mit jedem Spieldurchgang etwas Neues frei, zum anderen entdeckt man bei unterschiedlicher Lösungs- oder Raumreihenfolge unterschiedliche Videosequenzen. Spielt man mit Chris, gibt es sogar einen kleinen Abschnitt, den man selbst mit Rebecca spielt. Das sind kleine Nettigkeiten, die das Spiel auflockern und auch den Wiederspielwert fördern, selbst wenn man die Rätsel schon auswendig kennt. Spielerisch sieht Resident Evil folgendermaßen aus. Man betritt nach einer Türsequenz, die man oft, sehr oft sehen wird, einen Raum. Prüft, ob sich Gegner dort aufhalten und sucht dann nach Gegenständen. Sind Gegner vorhanden, prüft man, ob man sie einfach umgehen kann. Bevor man anfängt zu ballern, sollte man auf jeden Fall überlegen, ob ich diesen Raum überhaupt jemals wieder betreten werde. Wichtig ist auch fürs Kämpfen, in Bewegung bleiben. Auch wenn es heißt, dass die nur zwei oder gar einmal angreifen können. Viele Gegner sind zwar schnell, aber in der Wendigkeit genauso träge wie ihr. Das solltet ihr nutzen. Wird man doch mal verletzt, sollte man entsprechend seiner Verletzung das richtige Heilkraut verwenden. Ist man vergiftet, verwendet man blaues Kraut, ansonsten grün, vielleicht kombiniert mit rot oder Heilspray. Außerdem ist die Karte der beste Freund des Spielers. Sie verrät, wo noch Items zu finden sind, welche Türen verschlossen sind oder geöffnet werden können und dient natürlich zur Orientierung in dem Herrenhaus, was gerade für neue Spieler einem Labyrinth gleichkommt. Kommen wir zur Atmosphäre. Die grafische Präsentation hat einen 2002 zum Release der damaligen GameCube-Version einfach umgehauen. Das lag daran, dass die Hintergründe jeder fixierten Szene vorgerendert waren und nicht in Echtzeit berechnet werden mussten. Das mussten nur je nach Szene wenige Objekte oder Personen. Dieser Joke erzählt heutzutage zwar nicht mehr allzu viel, aber dennoch ist Resident Evil durch die festen Kameraperspektiven, der authentischen Modellierung, dem Sound und den Nebenstories, die durch Notizen oder Tagebüchern erzählt werden, unglaublich atmosphärisch.
Resident Evil ist also ein Spiel, für das man sich unbedingt Zeit nehmen sollte, nicht nur wegen des Speichersystems. Wer in Ruhe alles untersucht und sich darauf einlässt, wird mit einer tollen Spielerfahrung belohnt. Noch ein paar Worte zur Technik. Das Originalformat war damals 4:3 statt 16:9. Nun gibt es ein Problem. Vorgerenderte Szenen. Das heißt, die Räume sind fix für das Format 4:3 gerendert worden. Wollte man diese Szenen in vernünftigen 16:9 darstellen, das heißt ohne Streckung des Bildes, müssten mehr Informationen hinzugefügt werden. In den meisten 3D-Spielen wird einfach mehr von der Szene dargestellt. In einem Shooter also können wir mehr auf der linken und rechten Seite sehen. Die fixierten Kameras in Resident Evil sind aber oft so ausgerichtet, dass man theoretisch schon in einen anderen Raum sehen müsste. Und auch technisch wäre es nicht einfach, da jede Szene für sich gezeichnet wird und eine überlappende Darstellung Probleme bereiten könnte. Daher wurde sich eines Tricks bedient. Die Kamera zoomt so weit heran, dass der Bildschirm im Format 16:9 gefüllt wird. Dabei gehen natürlich Informationen an allen vier Seiten verloren. Bewegt man den Charakter nun aber zu einer der Seiten, schwenkt die Kamera mit und zeigt den Rest der vorgerenderten Szene. Einen Nachteil hat das Ganze. Gegner, die sich am Rand der Kamera aufhalten, werden oft erst sichtbar, wenn man gefährlich nah an ihnen dran ist, da dann erst die Kamera mitschwenkt. Gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden mit höherer Gegnerdichte ist es also ratsam, auf das Originalformat umzustellen. Im Zuge der Modernisierung hat man dem Spiel außerdem eine moderne Steuerung alternativ zu den Tank Controls verpasst. Bewegt man den Stick nach unten zu sich, dreht sich die Spielfigur sofort um und läuft in die Richtung, statt rückwärts zu gehen, wie man es aus nahezu jedem modernen Action-Adventure kennt. Auch hier gibt es einen Haken. Durch die festgelegten Perspektiven passiert es ständig, dass die Figur in der neuen Szene in einer anderen Richtung sieht, als ich den Stick bewege. Sagen wir, ich bewege den Stick nach unten, damit die Figur vorwärts durch den Raum läuft. Nun schwenkt die Kamera genau um 180 Grad. Ich bewege den Stick weiterhin nach unten, während die Figur sich vorwärts bewegt und optisch nach oben läuft. Will ich dann eine Linkskurve nehmen, muss ich den Stick nach rechts bewegen. Oder ich muss kurz absetzen und dann den Stick erneut nach oben bewegen, damit alles wieder koordiniert ist. Das ist für mich persönlich viel zu unpräzise und ungemütlich. Außerdem bin ich der Meinung, dass das unveränderte Gameplay von damals gut mit den Tank Controls zusammenspielt. Der Spieler hat eigentlich keinen unfairen Nachteil dadurch. Resident Evil ist also wirklich ein herausragendes Spiel, auch wenn es Spieler der jüngeren Generation überfordern könnte. Wer nicht weiß, wann er wo welches Item benötigt, zigmal wieder zum Versteck latschen darf und dann am besten noch drauf geht und 30 Minuten erneut spielen darf, kann sicherlich frustriert werden. Man muss also ähnlich wie bei Demon's Souls wissen, worauf man sich einlässt, und man sollte vor allem sinnig vorgehen. Die Gesamtpräsentation kann sich heutzutage noch sehen lassen, da die grafische Darstellung durch das Vorrendern optisch seiner Zeit damals voraus war. Spielerisch ist es natürlich träge im Vergleich zu modernen Spielen, was den Spielspaß meiner Meinung nach aber nicht im geringsten schmälert. Ohne Scheiß, Leute, holt es euch. Falls ihr es noch nicht habt oder damals die GameCube-Version nicht spielen konnte, holt es nach, auch wenn ihr vielleicht erst mit Teil 4 dazugekommen seid. Das ist einfach eines der Klassiker, den man meiner Meinung nach als Gamer gespielt haben muss. Selbst, er kostet nur 15 Euro, glaube ich, selbst wenn es euch nicht zusagt, dann habt ihr halt mal 15 Euro in den Sand gesetzt, aber ihr habt die Spielszenen gesehen, ihr habt gehört, was ich dazu zu sagen habe. Wenn es euch auch nur ansatzweise interessiert, holt es euch. Glaubt mir, es wird sich lohnen.